Hier eine Aufgabe ohne vorgegebene Antwort. Eine arithmetische Folge hat als erste Glieder 1, 5 und 9. Frage: Wie viele Glieder hat sie, wenn deren Summe 1540 beträgt? Es handelt sich hier effektiv um eine arithmetische Zahlenfolge und um von einem Glied zum nächsten zu gelangen, wird jedes Mal 4 addiert. Die Differenz dieser Folge beträgt also 4. Das allgemeine Glied einer arithmetischen Folge wird durch diese Formel berechnet: Tn gleich T1, das erste Glied, plus n minus 1 mal d, die Differenz. Also in unserem Beispiel, das allgemeine Glied Tn schreibt sich als T1, also diese 1, plus n minus 1 mal d, also diese 4. Und diese Summe, das ergibt 4n minus 3. Die Summe der n ersten Glieder einer arithmetischen Folge wird so berechnet: n mal das erste Glied plus das nte Glied geteilt durch 2. In unserem Beispiel macht das also n mal das erste Glied t1, das heißt diese 1, plus das nte Glied, das wir hier gerade berechnet haben, also 4n minus 3. In Klammern haben wir 4n minus 2 und da können wir dann noch eine 2 ausklammern, die sich mit der 2 von unten wegkürzt. Also ist die Summe der n Glieder dieser Folge n mal 2n minus 1. Diese Summe beträgt aber 1540. Und so erhalten wir diese Gleichung mit unbekannter n. Diese Gleichung schreiben wir noch etwas um und erkennen so deutlich eine Gleichung zweiten Grades mit unbekannter n. Die Diskriminante Delta dieser Gleichung ist ganz genau das Quadrat von 111. Also hat diese Gleichung zwei Lösungen. 1 plus 111 geteilt durch 4 und 1 minus 111 geteilt durch 4. Aber 1 minus 111 geteilt durch 4 ergibt eine negative Zahl, die für unsere Aufgabe zu verwerfen ist. Wir brauchen hier eine positive Zahl. Die erhalten wir durch 1 plus 111 geteilt durch 4, das heißt 112 geteilt durch 4, also 28. Die Zahlenfolge hat also 28 Glieder und die Endantwort auf die gestellte Frage ist 28. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.